Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video. Und zwar wurde ich öfter gefragt, wie man denn richtig einen Aal ausnimmt. Na, viele wissen das gar nicht, viele junge Angler gehen angeln, fangen mal einen Aal, wissen ja nicht so richtig, was sie damit machen sollen und was sie beachten müssen. Deswegen habe ich mir gedacht, heute ergibt sich die Gelegenheit, ihr habt es letztens gesehen, wir hatten zwei gute Aalnächte gehabt und deswegen mache ich heute ein kleines Tutorial-Video. Kurz, was braucht man dafür? Im besten Fall ein bisschen Zeitungspapier. Ein schönes scharfes Messer, nicht zu groß, ganz wichtig. Ja, und halt im besten Fall, na, komm mal her, Junge, im besten Fall einen Aal. Sonst ist das ein bisschen schlecht, wenn man den sauber machen möchte. Genau, und was man jetzt macht und dass es kein Hexenwerk ist, zeige ich euch jetzt in diesem kleinen kurzen Video. Ja Leute, so sieht das dann aus. Ich habe jetzt hier drei Aale und werde jetzt einfach mal beginnen, die zu machen. Die sind jetzt von gestern Abend tot und schon entschleimt. Ich habe sie dieses Mal mit Salz entschleimt. Normalerweise mache ich das mit ganz normalem feinen Sand aus dem Garten. Aber ich habe es jetzt mit Salz gemacht, weil es nachts einfach sich angeboten hat. Jetzt habt ihr den Aal. Ihr dreht ihn auf die Unterseite. Das sind jetzt schöne Blankaale hier. In dem Falle schon sehr hell auf dem Bauch. Nehmt euer Messer und führt das Messer vorsichtig am After ein. Nicht zu tief. Ganz flach schneiden ist ganz wichtig, damit ihr keine Organe verletzt. Und dann ein bisschen aufpassen, dass nichts in die Augen geht, denn angeblich soll Aalblut giftig sein. Das kann ich jetzt nicht bezeugen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man muss es nicht riskieren. So, hier haben wir eine schön dicke Pelle hier, die Aale. Merkt man schon. Jetzt geht man hoch, ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Richtig weit hoch, bis in den Kiefer quasi hinein, damit man richtig überall rankommt. So, richtig auf hier machen. Manchmal müsst ihr aufpassen, wenn der Haken noch drin sitzt und ihr habt das Vorfach gehabt, dass er euch den nicht in den Finger drin piekt. Denn wie gesagt, jede Wunde soll wohl nicht so gut sein, wenn man Aalblut reinbekommt. So, jetzt alles ein bisschen öffnen. Der Bauchraum ist jetzt offen. Jetzt drehen wir den Aal einmal komplett um. Denn ganz wichtig ist, hier hinter dem After noch weiter aufzuschneiden. Ihr werdet gleich sehen, warum. Das vergessen ganz viele, denn hier hinten sitzt noch ein Blutsack drin. Der Aal ist ein bisschen anders aufgebaut als unsere anderen Fische. Und der hat hier hinten noch eine kleine Kammer, wo das weitergeht. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Hier hinten sieht man das schon drin. Ja, hier ist er. Gut, bis hier brauchen wir aufmachen. Hier ist dieser kleine, ganz schön fettig ist der Aal, hier ist dieser kleine Blutsack mit drin. Dieser muss komplett entfernt werden, da der beim Räuchern extrem bitter werden kann und auch sehr ungenießbar den Aal macht. Also alle draus. Deswegen greife ich jetzt ja immer bei Herz drin, Richtung wo der Magen sitzt. So, Schwimmblase greifen, wenn man sie kriegt. Und wenn man immer runterkommt, geht das eigentlich beim Aal auch ganz gut, dass man das hier nach vorne alle draus ziehen kann. Ja, der ist ganz schön fettig hier, muss ich mal sagen. Der Bursche ist ja auch ein Raubaal. So. Und immer alle draus ziehen. So, jetzt hat man hier ganzen Schlömpims dran. Ja, mit allem, was dazugehört. Jetzt sieht man nochmal nach hinten weiter, wenn man es nicht rausgekriegt hat. Kann man auch ein bisschen mit dem Messer hier an der Wirbelsäule untergehen und das alles ein bisschen lösen. So. Dann zieht man hier diesen ganzen Blutkanal, quasi der am Rücken lang geht, mit dem Fett und den ganzen Blutsack heraus. Aber ihr seht, nicht immer, bei Spitzköpfen meistens nicht, ist das hier extrem verwachsen mit Fett. Was aber nicht schlimm ist. Hier ist dieser Blutsack, hier sieht man das ganz gut. Geht sich mal vorsichtig mit dem Messer lang, um das zu öffnen. So, dann kommt er raus. Und richtig rausziehen, alle, das ist diese Kammer, die ich meine, diese Blutkammer. Manche sagen, das ist das Herz vom Aal, das ist es aber nicht. Das ist wirklich nur ein Blutgefäß. Und jetzt macht man die Feinarbeit, zieht hier drinnen noch das Fett raus, weil das einfach beim Räuchern nicht lecker wird, nicht genießbar wird. Macht diesen Aal richtig schön sauber, da kann man hier mit dem Löffel lang gehen, da kann man mit dem Fingernagel, ich mache das mal mit dem Fingernagel, ich bin da nicht so, bin ja nicht aus Zucker. Dann geht man hier hinter. Hier ist so eine kleine Lasche. Dann zieht man ihn mal, macht das auf. Jetzt muss man aufpassen. Ich sehe hier vorne schon den Haken. Den hole ich mal raus.
den die Aal hat nicht so weit geschluckt gehabt. Da ist er. Da noch ein Stück Wurm dran. Der kommt aber weg. Ja, und jetzt kann man, wenn man möchte, die Kiemen hier rausschneiden. Aus der Seite, man muss es nicht machen, man kann es machen. Das ist für ästhetische Gründe. Ich werde es in dem Fall heute mal machen. Geht man hier rein, man Griff bekommt. Na komm her. Für gewöhnlich kriegt man die ganz gut rausgezogen. Ah, der ist echt gut verwachsen. Gutes Fleisch, Muskelgewebe, muss ich schon sagen, bei dem Fisch. Ein bisschen nachhelfen hier mit dem Messer. Jetzt ist der Kiembogen auf und dann zieht man die Kiem nach vorne hinweg. Passt auch ein bisschen auf. Der Aal hat Zähne, der hat auch ein paar kleine Schlundzähne an den Kiemen dran, aber nicht so wie beim Karpfen, sondern nur ganz fein. So, das macht man jetzt auf der anderen Seite auch noch. So, dann hat man das hier vorne, das sind jetzt die Kiemen, man sieht, es ist leer. Jetzt zieht man das nach vorne weg ein bisschen. Und dann kann man das einfach abschneiden. So, und sauber ist der Aal. Mehr ist es nicht, es ist kein Hexenwerk. Jetzt wird noch ein bisschen verputzt, abgewaschen sauber und dann in eine Tüte drin und eingefroren und dann nach Belieben gesalzen und geräuchert. Ja Leute, ihr seht, so ein Aal sauber machen ist jetzt kein Hexenwerk. Es ist relativ einfach, wenn man ein paar gewisse Dinge beachtet. Vor allem, wenn man halt guckt, dass schön das Blut raus ist, die ganzen Gefäße raus sind, dass nichts schlecht werden kann, nichts bitter werden kann. Ne, gerade hinten auch der Blutsack, das ist ganz wichtig, den rauszumachen. Und wenn ihr das beherzigt, dann werdet ihr auch demnächst sehr schöne Räucheraale haben. Wichtig ist natürlich, dass ihr die gut salzt. Das müsst ihr alles nach eurem Ermessen machen, nach eurem Geschmack. Aber ich denke mal, wenn ich ein paar gesammelt habe, werde ich dazu auch noch ein Räuchervideo machen. Wenn ihr das möchtet, schreibt es einfach mal in die Kommentare und haut ein paar Daumen hier rein, damit ich weiß, ihr habt Interesse daran, dass ich mal ein Räucheraal-Video mache. Dann mache ich das einfach mal für euch. Aber dafür müsst ihr jetzt erstmal auf den Button klicken und schön in die Kommentare reinballern. Und dann wird es richtig gut. Wenn ihr mehr so solche Videos sehen möchtet, auch wie man mal einen Fisch entnimmt, wie man ihn sauber macht, wie man ihn vielleicht auch zubereitet, dann abonniert doch gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare, dass ihr Lust habt auf sowas, dann mache ich das auch mal. Denn gerade vom Fangen bis zur Zubereitung wissen dann manche auch nicht so richtig weiter und trauen sich nicht so ran. Dabei sind viele sehr schöne Rezepte dabei, was man machen kann. Und ich hoffe, euch hat das jetzt ein bisschen was gebracht. Ihr geht vielleicht jetzt demnächst auch mal auf Aal raus, versucht es einfach mal, die Zeit ist da. Und ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg am Wasser, viel Petri Heil und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, euer Rudi. Ciao.